Säge, Mr. Handy-Treibstoff. Wie schwer ist denn der? Wie schwer ist Mr. Handy-Treibstoff? Ich hätte jetzt hier mit einsortiert. Nee. Nee. Achterkugel. Aluminiumdose. Praxoputzmittel. Ist der Handy-Treibstoff. Ach, bringt Stahl und Öl. Hier, was das hier bringt. Okay. Solange wir Platz haben. Gehen wir jetzt in den Super-Duper-Markt? Die Musik macht das Spiel so intens. Einfach das normale... Schrotpat... Natürlich! Natürlich haben wir einfach fucking Schrotpatron in der Kasse. Das ist Terminal. Was geht denn hier ab? Hallo Terminal. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Türen werden geöffnet. War das smart? Dogmeat! Weil sie smart war, hat genau gar nichts gebracht, glaube ich. Wenn wir ehrlich sind. Oh. Hallo. Raider-Abschaum. Hallo. Okay. Gehen wir mal doch hier rein. Sehe ich jetzt gleich direkt wieder sterbe, weil mir jemand ins Gesicht schießt. Gucken. Gibt's auch wieder so ein Dingsbums, aber ich weiß nicht, wo der Steuerung dazu ist. Einkaufskörbe, Schraubenzieher. Machen wir das Licht aus. Ein Haufen wilde Ghule, die umgebracht wurden. Ich glaube, das bringt Stoff. Ofenhandschuhe und sowas. Deswegen können wir das schon gebrauchen. Bleistifte. Ein Ghoul. Noch ein Ghoul. Da ist noch mehr. In der Richtung. Oh, hallo. Dogmeat. So. Da sind noch mehr. Oh Gott. Wie kann ich kritisch ausführen eigentlich? Kann ich es nur annehmen? Kritisch ausführen. Ah ja. Oh, hinter mir. Na ja, 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 ich hab euch da gesehen, ihr flinken Schnickels.
Bonk! Bonk! Schön im Wetz gebonkt. Haben wir es dann? Jetzt sind wir wieder versteckt. Kronkorken, Holzblock, Kronkorken, Zahnbürste. Okay, hier sind überall Ghule. Pro Snap Kamera. Okay. Gibt einfach jede Menge Ressourcen. Kronkorken. Wurde auch hier mal wieder ordentlich gefeilt. Eine Golduhr. Ist eine Golduhr noch was wert? Coca-Cola Quantum. Mmh. Coca-Colas. Deswegen seid ihr alle hier. Ihr wollt die Nuka-Colas alle für euch haben. Das kann ich wieder verstehen. Lichtdose. Lilagul, Kronkorken, Dinnergabel. Ist die Dinnergabel das wert? Nope. Lass mal weg. Kronkorken, Mentas. Buttercup, Vorderbein. Du bist aber was wert. Diese ganzen Teile sind irgendwie was wert. Wie schön. Okay, du bist da. Ich glaube, in Wahrnehmung höher wäre, würde ich die Leute, also die Gegner mehr, doch durch Sachen sehen. Plastik, Schnapsglas. Hallo. Plastikmesser. Brauchen wir doch auch nicht, ne? Nee. Bringt einen Ofenhandschuh was. Asbest und Stoff. Asbest kann ich wieder nachvollziehen. Spielzeugauto bringt eine Schraube und Holz. Hm. Das ist hier, glaube ich, gerade nichts. Ist das hell? Mach wieder aus. Das ist zu hell. So. Da konnte ich nur durchgucken. Holzkiste und Sperreinsteiger. Probieren wir mal. Ups. Da ist wieder eingebrochen. Cool. Drohne, Pömpel, Gummi und Holz, Radix. Hm. Keine Ahnung, ob man den Gummi und Holz Sache braucht. Oh oh. Hier geblieben! Du bist doof! Dir was Nützliches. Meine Jüde. Kronkorken, Plastikgabel. Was bringt ein Bleistift? Blei und Holz. Literally. Haarbürste bringt Plastik. Vorsicht? Warum Vorsicht? Oh. Deswegen Vorsicht. Wo sind hier noch mehr? Zweierkugel. Zollstock. Benzinkanister. Josh Soloban, Kronpunkt, Tato, Milizhut, geflickte blaue Jacke. Ohne Laser. Muskete. Wir probieren das mal. Born to pause. Wunderschön. Auf den Kopf! Hätte man besser treffen können. Wunderschön. So, wir haben jetzt hier irgendwo. Josh Soloband. Was ist denn hier passiert? Mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg.
Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Gullen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße! Okay. Die wilden Ghule sind wieder da. Kühlmittel, Säure, Plastik. Leeres Kühlmittel, Plastik. Maulwurfszene ist ein halbes Kilo schwer? What? Ist der Handy-Treibstoff? So, den wollten wir auch nicht komplett dabei behalten. Tja, dann fliegt halt jetzt ein bisschen viel durch die Gegend. Ist dann wohl so. Der hat bei uns, glaube ich, eine coole Sache hier, Kleidung und so gegeben. Flanell, nee, geflickte blaue Jacke. Geflickte blaue Jacke deutet ja darauf hin, dass der irgendwann auch aus der Vault gekommen ist, ne? Spektoren-Outfit. Ausdauer und Wahrnehmung höher. Melizhut, Charisma höher. Red Hirschleder Outfit. Das bringt ja gar nichts. Uff. Das sollten wir, glaube ich, mal droppen. Von dem Gewicht, das es hat. Schwarze Weste und Hose. Ausdauer 2, Gewicht hat auch keinen Wert. Schweißerbrille. Smoking ist für den Witz ganz nett. Junker, du hast noch ein bisschen Wert. Hier, leicht blau verschweißte Raider-Rüstung. Linkes Bein. Leicht blau verschweißt. Raider-Rüstung, linkes Bein. Ist das besser als das wir haben? Anscheinend, ne? Würde ich immer rein können. Kann man alles verkaufen. Ja, aber wir haben nicht so viel. Können nicht so viel tragen. Das ist ein bisschen das Problem da dran. Deswegen ich das gerade aussortiert habe. Ansonsten würde ich dir tatsächlich zum großen Teil zustimmen, dass man das verkaufen kann. Aber ich bin voll. Wait, Dogmeat. Hallo, Baylas. Ist Dogmeat schon voll? Stimmt, ich kann Dogmeat Sachen geben, wa? Hab ich völlig vergessen. Hey. Handel? Wann ist Dogmeat denn voll? Übrigens, guten Abend, Baylas. Also zur blöden Frage. Cram. Das merkst du schon? Futtert er die Sachen auch, wenn ich ihm so'n Kram gebe? Plus, er zeigt es leider nicht an. Okay. Das ist ja irgendwie doof. Gib ihm Hundefutter, das wird er bestimmt nicht essen. Impro-Revolver-Gewehr. Revolverpistole. Spektoren-Outfit. Kartoffelchips. Die irgendwie schwer in seiner Rüstung und so. Die da habe ich nicht an. Die habe ich nicht an. Machete. Aufwurfshappen. Melonen würde ich gerne behalten, weil die will ich setzen. Medizhut, Mini-Atombombe. Luca Cherry. Die ist nicht so schwer. Luca Colas haben wir nur inzwischen schon jede Menge. Pro Snap Camera. Es ist eine Anzahl, die ich ihm geben kann und kein Gewicht oder was. Muss jetzt nochmal zurück in die ganze Sache wieder einsammeln. Die größeren Sachen wieder einsammeln. Muss reichen. Den Rest finde ich nicht wieder. Und hier lang wollte ich. Da habe ich mir noch nicht umgeschaut gehabt.
Oh, hallo. Batz. Schade. Wenn du nicht alles getötet hast, stehen die Händler an immer der... Mann, wenn du nicht alles getötet hast, stehen die Händler an immer der gleichen Stelle. Händler habe ich nicht getötet, falls du das meinst. Stimpack, außerirdisches Spielzeug. Plastikgummi. Hm. Silberne Taschenuhr. Die ist doch dann auch, weil ich kann sagen, auch was wert. Telefon. Kronkorb im Schrank. Hier ist noch ein Visionskern. Nehmen wir einfach mal mit. Braucht doch keiner, wa? Ihr braucht doch keiner Strom. Oh. Danke, Dogmeat. Drohne, Silbertafelmesser. Wenn das aus Silber ist, soll das ja schon wieder was wert sein, ne? Jetzt habe ich noch Kampfmusik. Tafelmesser an sich sollte aber. Ne, Tafelmesser an sich ist wieder nichts wert. Bringt das mir irgendwas? Bringt mir Stahl, theoretisch. Karotten. Oh. Und Brotkasten bringt wahrscheinlich nur Plastik. Ich dachte, ich könnte da reingucken in den Brotkasten. Hä? Upsi. Was bringt mir Schachtelzigarette? Plastikstoff Asbest. Hört sich nach einer Schachtelzigarette an. Was soll das denn? Wo kommt ihr denn alle her? Einfach nur Holz. Chat, Medics. Da ist noch Kronkorken. Warum ist hier eigentlich eine Wohnung drin? Ich dachte, wir sind im Supermarkt. Okay, irgendjemand hat hier wohl im Supermarkt gewohnt. I guess. Bisschen verwunderlich. Kronkorken. Kronkorken. Ne, wir haben heute auch was, übrigens, ich glaube, ihr seid jetzt erst ein bisschen später reingekommen. Wir haben heute schon was Hübsches gekauft, tatsächlich. Wir haben uns nämlich den Lederharnisch habe ich umgürtet, aber wir haben hier ein Ödländer rechtes Bein uns geholt, was Supermutanten Damage reduziert und vor allen Dingen relativ hohe Schadensresistenzen hat. Aus für mein Niveau jetzt. Und wir haben Champion linker Arm uns gekauft von einem Händler, der uns plus 1 Stärke und Ausdauer gibt. Da fällt mir gerade auf, aber mehr tragen kann ich natürlich trotzdem nicht, obwohl es plus 1 Stärke gibt. Was ein bisschen schräg ist. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ich war immer schon dabei. So, Thron gucken. Also. Ich hatte heute schon mein Erfolgserlebnis. Spüllappen. Karotten, Gamechanger. Die warte ich jetzt nicht als Gamechanger. Mit Laborstation herstellen. Drogen. Buffjet. Machst du aus Buffo und Jet? Buff Tabs, Mentats. Das ist ja wirklich mal was Gutes, oder? Kann man, oder kriegt man davon Abhängigkeiten? Psycho-Jet. Zeitdauer für 15 Sekunden. Plus 15 Schaden, Schadenresistenz, maximale AP für 8 Minuten. Für 8 Minuten? Plus AP für 8 Minuten ist, wenn du halt viel mit den Dingen schießt. Ziemlich geil, ne? Stärke, Ausdauer, maximale Gesundheit, Wahrnehmung für 8 Minuten. Oh. Fallen, Fußangel, bündig Stahl. Geringe Schaden beim Drüberlaufen, Chance auf Taumeln. Feuerwerk. Okay, Granaten. Da brauchen wir nicht schlau genug dafür. Da werden wir auch in diesem Spielstand, glaube ich, wenig machen. Antiseptikum, aufbrennendes Wasser, leuchtender. Oh, dafür brauchen wir leuchtende Pilze für Red Away. Bafoods wird, glaube ich, eher. Bafood. Auch wenn es unwichtig war, wegen Buff-Food, meinst du? Also wegen... Wait. Wir müssen mal kurz hier raus. Hier wird gefightet um mich rum. Oder nicht? Hat sich so angehört, als würde hier gefightet werden um mich rum. Also wegen dem... Wegen dem Food, was man gerne isst. Okay, Safe Experta. Da ist noch Kronkorken drin. Kann durchaus sein.
dass ich das falsch ausgesprochen habe. Oder undeutlich oder sowas. Injektor-Munition, Heilung. Red minus 300. Minus 300 ist aber schon viel. Wir haben vor allen Dingen ein bisschen was davon. Also ich sehe jetzt keinen Grund, es herzustellen gerade. Verwertbares. Achso, das sind die. Ja, okay. Also ja, wir hätten ein bisschen Drogen-Upgrades hier machen können. Aber ansonsten sind wir hier, glaube ich, durch. Im Supermarkt. Gab es noch einen anderen Ausgang? Ich glaube, ganz nach hinten hier sind wir noch gar nicht durchgelaufen. Oh. Ja. Was ist eher gerade französisch betont ist. Au! Diese Scheißgude, ne? Das kann durchaus sein. Eine Sicherung, Kupferglas. Sollen wir, glaube ich, mitnehmen. Hätte ich ja von der Seite reingeguckt, hätte ich einfach abschießen können, ne? Und das hat viel passieren können. Minuteman, Mais, Lumpen mit Kapuze, Milizhut. Milizhut ist was wert, aber die Lumpen mit Kapuze wollen wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Ein Stimpack. Oh, hier ist auch eine Lasermuskete und Radix. Sollten wir vielleicht auch mitnehmen. War das viel zu offensichtlich gute Zeug. Fusionszellen. Und Munition hier hinten noch drin. Stimpacks, let's go. Da ist nichts drin. Hier ist noch ein Wein, alles klar, kaufen wir mal ein bisschen ein. Alkohol macht Birne hohl, dann ist auch mehr Platz für Aljohol. Bodenkuchen und Schienbein. Hört ihr auf, meinen armen Kleinen zu verhauen, ihr Schweine. Forschungsreagenz, das gibt einfach nur Glas. Kickball ist einfach Gummi 3. Gummi können wir aber irgendwie brauchen, habe ich so das Gefühl. Beim Tafellöffel bin ich, glaube ich, raus. 24 Vorkriegsgeld. Das gibt einfach nur Stoff, wenn ich das verarbeite. Oder ich verkaufe es, aber hat eh kein Gewicht. Dann nehmen wir es doch einfach mit. Wenn es kein Gewicht hat, ist das, glaube ich, ganz entspannt. Die Patronen im Kühler. Alles klar. Da ist die Tattoos da auch immer rein, damit sie gut gekühlt dann besser fliegen. Genau. Erste Hilfe entsperren. Nice. Geschafft. Erste Hilfe, 5mm Patrone. Medics, Psycho. Sehr geil. Kochplatten. Noch ein paar tote Menschen. Das sieht mir aus wie eine Kaffeemaschine. Dogmeat. Can you please? Danke. Und das hier ist die Kinderecke. Mit einem Aschenbecher. Natürlich. Natürlich. Was habe ich denn von blauer Farbe? Öl und Stahl. Ist irgendwie schon witzig, dass das Geld Stoff gibt. Besteht wahrscheinlich die meisten Betten, die man baut, aus altem Geld. Stimmt. Ist aber auch wieder gar nicht so unrealistisch. Also wenn ich mir überlege so, weil das raschelt vielleicht ein bisschen, wenn ich mir so überlege, brauchst halt irgendwas zum Stopfen, was eh nichts mehr wert ist, dann ist Geld schon was nichts mehr bringt. In der Apokalypse. Würde ich verstehen. Esotonik aktivieren. Schimmliges Essen. Num, 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 num. Für mich sieht Bafut halt französisch aus von der Schreibweise, deswegen betone ich es, glaube ich, französisch. Wie viel, sieht man eigentlich irgendwo, wie viel Red wir haben? Wie viel Radierung, Bierung, Dingsbums? Nee, das sehen wir gar nicht, oder? Stimpack 27, Red Array Skill Tabelle. Wir können nicht einsehen.
wie viel wir gerade von dem Red haben. Wir sehen es nur links unten. Wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich ein bisschen schade. Da waren wir schon drin. Och nö. Hört auf mich zu verstrahlen, ihr Schweine. Ich will keiner von euch werden. Meine Fresse. Schnapsglas. Super, super clever brauchen wir, glaube ich. Super Glos, glaube ich, was man braucht. Silberne Taschenuhr, Kronkorken. Zweierkugel. Eieieiei. Diese Viechter, ne? Also die Ghule finde ich schon echt ein bisschen anstrengend. Oh, Waffenwerkbank herstellen. Können wir da jetzt das Impro-Gewehr benutzen wir gerade die ganze Zeit. Wir können einen leichten Verschluss machen, dann kriegt er weniger Damage, aber auch weniger Gewicht. Nee. Der hat, Moment, es hat einen kurzen Lauf, hat's. Oder? Nee, was hat's? Doch, kurzer Lauf hat's, oder? Sehe ich das richtig? Stummellauf. Gibt's noch weniger Reichweite? Präzision wird geringer, Gewicht wird höher. Nee. Kurzer, leichter Lauf. Kriegen wir minimal mehr Präzision. Vorgriff. Standardkolben. Standardmagazin. Großes Magazin. Da sehe ich uns tatsächlich. Das wäre gut. Das würde ich gerne anfertigen. Standardvisier, da können wir, haben wir jetzt nichts. Mündungsbremse haben wir auch nichts mehr. Nee, das war alles, was wir hatten. Aber jetzt haben wir ein großes Magazin für den Kram. Jetzt haben wir 24 drin, das ist die Verdopplung einfach. Das ist schon gut. Das ist schon ganz geil. Finde ich persönlich, für meinen Geschmack. Für meine Priorisierung ist das gut. Wir kommen jetzt hier so in das als fiese Möppels-Gemöps. Ja, zum Beispiel, oder? MG-Geschützturm, MK1. Mhm. Aber hier müssen wir rein die Raider rausholen. Das ist gerade unsere Quest. Kommen wir... Das war der falsche Knopf. Oh. Deswegen Vorsicht. Ich drücke mal Tab anstatt Q. Da ist auch noch ein Raider. Ha. Ich würde mal noch außen rumlaufen, ob ich irgendwie anders rankomme. Zum Glück haben wir gerade Nacht. Da kann ich das, glaube ich, besser. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Eingang. Wenn ich ehrlich bin. Habe ich nicht das Gefühl, dass es dann einen anderen Eingang gibt. Oh, klar, klar. Bin entdeckt? Von wem? Oh? Wer hat mich entdeckt? Und wer ist friedlich beim Entdecken? Ich habe mich etwas gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt rennst du echt in mir vorbei und zeigst mir das, worauf ich gerade zulaufen wollte. Toll, Dogmeat. Toll gemacht. Ist es Exo wirklich die Luxo-Brew Kaffeekanne? Ne, die 5mm Patrone. Hoffe ich. Fein gemacht, Dogmeat. Feini. Ich stand schon davor. Ja. Wir müssen irgendwie mit dem da umgehen. Das habe ich nur auf Eingang vorne gesehen.
scheint aber noch irgendwas zu sein. Ein Schrottplatz. Ich guck mal kurz zu dem Schrottplatz. Hallo. Ich komme in Frieden. Abfallentsorgung Jawbot Brothers. Ich schleiche auch gar nicht. Ich laufe einfach rum, weil ich ein netter Typ bin. Oh. Wird verstrahlt. Coca-Cola-Automat. Da ist noch ein Luca Sherry. Och, nö. Maulwurfsratten. Ich würde sagen, da war noch mehr hinter mir, oder? Hä? Die verarschen mich, die Maulwurfsratten. Oh Gott! Wer schießt denn hier auf mich? Ich habe Schrotflinten gehört. Wieso habe ich Schrotflinten gehört? Okay, dock mich irgendwo, aber hä? Wer hat geschrotet? Hallo? Grund. Kamera. Einfacher Lohn von Kinder von Atom. Hey. Ich spreche ihn an, er fährt runter. Oh Mann. Okay. Hier hat wohl niemand geschudet. Das war, glaube ich, nur das Explodieren aus dem Boden. Glühbirne. Ja, die Kinder von Atom Sachen brauchen wir, glaube ich, nicht. Kronkorken. Was? Moist. Kronkorken, Mentals, Psycho. Dogman hat was gefunden. Aha. Das wäre. Irgendwie verarscht mich wieder. Habe ich so das Gefühl. Dogmeat verarscht mich doch. Ja, schön. Haben wir noch so eine Maulwurfsratte platt gemacht. Oh, was gab's denn hier eigentlich noch drin? Ach du Scheiße. Plus 10 Red einfach instant. Okay. Wir gehen da mal nicht rein, wa? Können wir an die rote Kiste wenigstens ran, die hier rechts steht? Die nehmen wir nochmal kurz mit raus. Aber holy fuck. Holy fuck. Mir wurde am Anfang gesagt, was ich gegen Verstrahlung tun kann. Gibt es noch was anderes außer Red Away? Strahlung widerstehen ist das. Red X. Red Away ist einfach Strahlung minus 300. Ist das das Einzige, was man damit machen, wo man das machen kann? Dann würde ich ja eigentlich noch warten, bis ich mehr Red habe, aber kann bedeuten, dass das schwierig wird insgesamt. Gut, gucken wir uns mal das nochmal an. Ich speichere mal noch schnell. Das ist eigentlich das, wo wir den ganzen Tag drauf zugelaufen sind. Literally den ganzen Tag. Nur zum Arzt gehen in Diamond City zum Beispiel. Okay, der kostet dann wahrscheinlich aber auch Kohle. Oder wir müssten irgendwie einen Arzt in unsere Siedlung bringen, vermute ich dann mal. Militärfrequenzen begonnen. Feuerunterstützung hört die Militärfrequenz ab. Okay. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge.
Okay, das Polizeirevier braucht bloß Unterstützung. Okay. Ich? Okay, an die Fertigungsanlage. Okay, das sollten wir jetzt mal. Okay, wir haben sie verloren. Das ist okay. Kann ich hier rein? Nee. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Okay, wir sollten. Machen wir wieder nicht. Okay, wir kommen hier hinten nicht rein. Wir kommen nur vorne rein. Erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie viele Raider wir hier haben. Anscheinend ein paar. Also es nicht so einfach macht. Wir hatten eine andere Waffe. Wir hatten die improvisierte Scharfschützengewehr. Das Jet wird dich nervös machen. Kann ich die nach draußen holen? Die Entfernung habe ich wahrscheinlich keinen Damage, wa? Mit der Munition. Ha! Huh. Das macht es ein bisschen einfacher. Okay, der ist auf dem Weg zu mir. Hat mich aber noch nicht entdeckt so richtig, oder? Doch, hat er. Aua! Ich glaube, ich brauche nicht mehr. Ich glaube, ich brauche nicht mehr hocken. Oh Gott. Boah. Hör auf, mir vor die Flinte zu laufen. Okay, haben wir den. Ja, von da oben schießt ihr auch. Bis jetzt geht's aber noch. Oh Gott, aua. Du da oben bist natürlich wirklich eklig, ne? Heieiei. Hä? Das ist ja für eine Cheaterei. Genau, nimm Deckung hinter einem Maschendrahtzaun. Das hört sich nach einem Raider-Move an. Okay, wir sind immer noch entdeckt von irgendwo. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Okay, der scheint da eine Gegend zu sein. Batz, Batz. Okay. Wollen wir den auch, aber da ist immer noch einer. Haben wir es dann langsam irgendwie das offene Gelände zumindest leer? Wir können nicht wissen, wie viele noch drin sind. Au. Wo ist der kleine Wichser hin? Mich wird immer noch geschossen. Müssen wir kurz die Waffe wechseln, denke ich. Maximale Kapazitäten. Nee, das Scharfschützengewehr war nicht das, was wir jetzt hatten. Wir hatten große Magazin Impro-Gewehr. Hier komme ich rein, okay, nice. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Hä? Spürst du das? Sagt einer der. Aua! Jo, da ganz oben. Ich hab's gesehen. Ich brauche das Scharfschützengewehr wieder. Maximal Kapazität Impro-Scharfschützengewehr. Nee, das schwere Impro-Scharfschützengewehr. Da oben war's. Dachte ich. Anscheinend doch nicht.
Moment, wir machen mal hier Favorit. Nein. Wie komme ich denn auf die Favoriten überhaupt wieder drauf? Impro-Automatikpistole, Impro-Revolvergewehr. Wie öffne ich denn die Favoriten, Anzeige? Da habe ich leider nämlich keine Ahnung von. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Es geht. Die Ghule waren schlimmer als ihr, muss ich ehrlich sagen. Ghule waren schlimmer. Maschinenpistole. Ach, ich trage schon wieder zu viel Scheiße. Aber hier gibt's doch so viel guten Shit. Oh. Komm mal her. Aufgepasst. Komm her. Aber standen da nicht Zahlen? Stimmt, das könnte sein, ja. So. Standardmagazin. Revolvergewehr. Gewicht 7. Hier. Impro-Pistole. Hier, Maschinenpistole, Gewicht 12. Bitteschön. Würdest du gerne haben? Ich habe 10 Molotow-Cocktails. Will ich, glaube ich, auch alle ihm geben aktuell. Ofenhandschuhe, Pömpel, Hirschleder. Das Outfit. Ist auch schwer. 10 Schacht Zigaretten geht trotzdem noch. Schmutziges Wasser, Schraubenschlüssel, Schrotpatronen, Schweißerbrille, Sicherung, Silberteelöffel. Die sind alle nicht so schwer, das Smoking ist wieder schwer. Splittermine, Springmesser. Sturmgasmaske, ja, kann ich eine rübergeben. Nutze ich ja sonst. Frostschutzmittel. Den, weil ich nicht weiß, ob das Frost, ob diese Materialien-Sachen, die zählen dann nicht, ne? Wenn ich die nicht habe. Was? Wachbot? Achso, Modell. Würde ich mal behaupten. Auch eine Lasermuskete sehe ich gerade. Ich habe nur 66 Schuss anscheinend. Impro-Repetiergewehr. So. Jetzt haben wir mal ein bisschen was losgeworden. Dann können wir wieder looten. Ja, das geht wohl mit den Nummern. Die 5 ist das und die 3 ist das. Okay. Und wir haben ein Skill-Up. Ist die Frage, wie ich Leichen explodieren lassen. Das Level 11, verbessert Kampfeffizienz, kritische Treffer um 50% mehr Damage. Kritischen Treffer aufspannen, um ihn. Das geduldige Schlafwetter kannst du dir einen kritischen Treffer aufspannen, um ihn in Zeiten der Not im Wetz einzusetzen. Heißt denn, mein kritischer Treffer lädt sich auch auf, wenn ich nicht im Wetz bin? Jetzt bestimmt schon Funktionen, wie wir hergestellt werden. Kritische Leiste zu füllen. Den Höhe den Tod bist du höher die Chance. Zurückwerfen. Wir nehmen mal den Mysteriösen, würde ich sagen. Ja, den mysteriösen Fremden einfach nur. Wenn du einen hast, kannst du noch einen zweiten auffüllen. Ah! Natürlich wäre ja dann auch smart gewesen. Das ist ja tatsächlich dann relativ cool. Leichtbau verschweißt Raider-Rüstung. Nehmen wir mal mit. Ist ja relativ aufgelevelt. Alles klar. Werft einfach mit Sachen um euch. Ich gehe mal hier hoch. Wenn irgendwann was schießt, dann weiß ich ja, von wo es ungefähr kommen muss.
Vielleicht sind wir aber. Moment, ich weiß, ob es die 5 ist. Wenn man das. Wow! Wer schießt hier mit Mini-Atombomben? Leute? Wollen wir drüber reden? Oder ist einfach ein Auto explodiert? Ich wollte eigentlich gucken, ich habe doch hier oben Leute abgeschossen gehabt, wo die looten. Oder sind die irgendwie runtergefallen und ich komme nicht mehr ran? Wie ist... Ich glaube, das Auto ist einfach explodiert. Das macht dann so eine Mini-Atom-Explosion? Krass. Kann das sein, dass Leute nach einer kurzen Zeit verschwinden, wenn die nicht gelootet werden? Wenn man irgendwie zu weit weg ist oder so? Sieht mir ein bisschen danach aus. Leider Gottes. Ich hatte die doch hier runtergeschossen. Und unten liegen sie nicht. Irgendwann die spawnen die, wenn zu viele Leichen da sind, glaube. Schade, weil das war ja hier über mir eigentlich nur. Und so viel geleicht hatte ich ja noch gar nicht. AKA Menschen umgebracht. Na gut. Gehen wir zu den anderen Leichen hier unten. Impro-Automatikpistole, Drohne, Tato, Gemüsestärke. Jede Menge Rüstung. Also verdammt, hier vorne waren Automatikgeschütze. Ach scheiße, ich will nicht vorne rein. Vorne rein wäre das maximal Schlechte für mich, wenn ich das muss. Ich glaube, da gibt es auch einen Eingang, wenn ich das gerade richtig sehe an der Seite. Wie gesagt, vorne waren Automatikgeschütze. Weil ich nämlich hier außen noch irgendwas ausschalten kann, was mir dann drin hilft. Auf jeden Fall gibt es hier noch Loot. Kronkorken, Jet und Mentats. Kronkorken, Dosen, 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 Dosen. Wieso redet hier jetzt wieder jemand? Jet. Schrotpatronen. Apropos, wir können ja wieder auf Schrot wechseln, wenn wir ins Haus gehen. Emaille-Eimer. Ist ja riesig, das Gelände hier. Jet, Medics, Kronkorken, nehmen wir alles mit. Alles einstecken. Was sind das hier für Dinger eigentlich? Sieht aus irgendwie wie irgendein Testgerät für irgendwas, für Stromkreisläufe oder so ein Kram. Aber... Nehmen wir doch mal mit. Schnell durchlooten. 5mm Waffe habe ich glaube ich noch gar nicht gefunden. Muss jetzt zur Arbeit. Dankeschön. Ich wünsche dir dann auch eine ruhige Schicht, hoffe ich mal. Viel Spaß. Ich vermute bei der Nachtschicht dann sowas, ne? Wait, hier sind wir lang gekommen, ne? Ja. Hier irgendwas, wo ich hin will? Ich bin so jemand, ich muss leider alle Ecken abgucken. Ich löse ihn ab. Hallihallo Felix. Kommst du jetzt von der Arbeit heim oder was? Da ist aber auch eine Tür. Komm ich da nicht rein? Ist für die Minigun, jetzt aber wirklich weg. Alles klar, Velas, bis bald. Schön, dass wir da was zugekettet. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Hier komme ich gar nicht rein. Können wir noch was essen, weil ich habe keine vollen Sachen. Nicht die Karotte. Gegrillter Hirsch auch nicht. Eichhörnchenbissen zum Beispiel. Ja, mit Eichhörnchenbissen können wir nicht essen, das verstrahlt uns. Gegrillter Redhirsch. Bufffood. Du bist noch krank geschrieben. Deswegen. Kommst aber relativ spät dann dafür. Maulwurfshappen, Maulwurffleisch, Melone, Mentats. Jetzt habe ich voll Bock auf Fallout 4. Dann kauf sie doch, kostet aktuell 10 Euro mit allen DLCs. Ich habe so ein bisschen gemoddet. Tatsächlich. Ich neck dich doch nur, das weißt du doch. Steak, Ribeye Steak, schmutziges Wasser, Stimpak, Süßkuchen.
Der verstrahlt uns auch, ey. So eine Scheiße. Das verstrahlt uns ja alles. Hab mir gerade was beim Meckes geholt. Den Spieler Fallout 4, wenn du schon hast. Das ist ja umso besser, dann musst du es nicht mal kaufen. Okay, wir müssen darauf achten, wenn, wenn die HP runtergehen, dann. Dann muss ich heilen. Ich wollte nochmal, hier oben gab es noch einen anderen Weg. Wir speichern mal zwischendurch, ne? Ich werde dich finden. Seid ihr fertig zum. Vollidiot. Deswegen hat ja noch einer geredet. Impro-Automatikpistole. Korken, 38er Stimpack, Lederrüstung plus. Alles klar. Gib her. Ich gönn mir das. Ich nehm's ja ab, mein Freund. Gar kein Problem. Das ist ja schwer, wenn man sowas tragen muss, ne? Ich hoffe, es fühlt sich niemand angegriffen, weil ich irgendeinen Dialekt nachmache. Ich mache gerne Dialekte nach. Ich finde Dialekte aber auch unfassbar cool, wenn die jemand sprechen kann. Ich spreche halt selber so wenig Dialekt. Wo geht's denn hier nur überall hin, meine Fresse? Das ist ja ein absolutes Labyrinth. Hast du schon durchgespielt, Felix, Fallout 4? Oder wie weit warst du? Wait, das habe ich gelootet, da oben, die Kiste. Nope, nicht durchgespielt. Wie kannst du nur? Hat Fallout 4 einen Steam Cloud Save, dass du dein Spiel schon einfach wiederkriegst, wenn du es wieder installierst? Oder musst du deine Spielstände selber sichern? Da, wo ich jetzt gerade bin, da bist du aber nicht weit gewesen. Also ich habe bis jetzt irgendwie mit heute vielleicht 6-7 Stunden gespielt. Aber ich habe auch relativ straight die Story gespielt. Ich habe nicht so viel erkundet bis jetzt rechts und links. Muss ich dazu sagen. Uno momento. Ah, eine Reparatur. Ausgezeichnet. Fusionskinder halten dauerhaft 10% länger. Aha. Kronkorken, Patronen, Patronen, Impro-Repetierpistole, Schwer-Impro-Revolvergewehr. Ha. Hat sich zumindest gelohnt, hier hoch zu rennen. Zumindest das muss ich mal sagen. Ja, ja, schnuff, schnuff, die Ausdauer und schnuff, schnuff. Also ja, wir machen ja hier, wenn wir einmal tippen, rennen wir ja dauerhaft durch. Moment, warum sagt eigentlich Felix Uno Momento? Hast du Fallout 4 noch installiert? Ich muss noch mehr trinken übrigens, Leute. Denkt dran, immer schön hydriert bleiben. Kenne ich hier irgendwelche? What? Irgendwas automatisch hat mich jetzt gesehen. Oh, hier ist ja noch einer. Was wo hat mich jetzt was Automatisches gesehen? 18,8 Stunden Spielzeit, aber du kennst mich ja. Ich schlag dich im Looten. Im Durchgucken, ja. Was hat mich hier gespottet? Oh, Schrottpatronen. Mit Stacheln Schlagring. Gut Zeug. Ne, brauche ich dann nicht. Du warst eine Kamera. Ach so. Lol. Huh. Das habe ich nicht so verstanden. Und Fallout 4 hat Steam Cloud. Sehr gut. Ich muss mir zumindest darüber keine Gedanken machen, weil ich bin so jemand, ich vergesse immer zu sichern, wo ich irgendwo hinhüpfe. Hey, dann kann ich doch das auch abschießen.
Also wenn ich meinen Rechner neu mache und denke mir dann so hinterher, ah, stimmt, da, oh, hier kann ich auch noch rein? Da, es gibt echt viele Eingänge. Also ich habe jetzt den dritten gefunden. Speichern wir mal und gehen rein. Den offensichtlichen Seiteneingang haben wir jetzt sogar geskippt und haben den hier genommen. Wollte schauen, ob es eine Steam Cloud hat. Okay. Wer ist da? Niemand! Bist du denn, Fünfchen? Niemand da. Ganz ruhig. Müsste wahrscheinlich eh neu anfangen. Warum? Müsste auch einen Luck Run machen mit dem glücklichsten Vault-Überlebenden ever. Hey, what? Cool. Patronen, Patronen. Repetiergewehr. Kronkorken, Imbruch, Revolvergewehr. Okay. Wir haben angefangen zu fighten. Kommst du jetzt her da unten? Oh Mann. Ich sehe euch so schlecht. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Oh. Okay, Dogmeat hat, glaube ich, hier unten jemanden zerlegt. Komme ich überhaupt da runter? Wo ich war, wo ich bin und so weiter. Das kann ich verstehen. Okay, Dogmeat ist irgendwie schneller runtergekommen als wir. Hä? Okay, Dogmeat ist wieder da. Ich bin verwirrt. Heißt, wenn du dich traust. Gar keine Ahnung, wo ihr seid. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Cool. Wenn ihr wisst, wo ich bin, dann kommt doch wieder ran. Dann muss ich euch nicht suchen. Du brauchst dich nicht verstecken. Komm raus. Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Worauf wird denn hier geschossen eigentlich? Wird die wieder auf Dogmeat geschossen oder was? Ja. Natürlich wird auf Dogmeat geschossen. Hallo? Das ist doch Verarsche hier. Ich bin hier gemütlich am Looten, ich höre übelstes Geballere. Geh gucken, ist niemand mehr da. Wo ist der kleine Wichser hin? Ich stehe in der. Ach, ihr seid doch alle doof. Okay, kann ich Stahl holen, wenn ich Stahl brauche? Deine Zeit ist abgelaufen. Sind wieder geböllert, ja? Komm mal, ein bisschen viele Raider für meinen Geschmack. Aua! Ich brauche Leben. Muss was heilen. Köterkeule. Wie wär's denn damit?
So, wo ist jetzt der nächste? Da oben. Zeig dich, du Sau. Manchmal ist der Hund doof, manchmal auch nicht. Manchmal ist er unfassbar gut. Hast du es wieder? Hast dich wieder, okay. Impro. Halte die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Stealth Boy? Ist der doof? Nö. Ist halt einfach nur unfähig. Können übrigens auch auf Schrotflinte wechseln. Wollte ich eigentlich zwischendurch auch. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Nee, eigentlich nicht. Hält sich in Grenzen die Angst bisher. Aber ich glaube, eine Schrotflinte ist zu ungenau und hat zu wenig Reichweite. Zumindest ist das meine Erfahrung mit diesen komischen Red-Hirschen vorhin gewesen. Wenn ich dich erwische, dass das nicht so geil ist. Zum Tragen, ansonsten lockt er halt Gegner an. Hey, lass uns was essen, wieder verhungern. Das hört sich doch sinnvoll an. Das scheint die Seitentür zu sein. Guten Tag. Haltet die Augen auf. Er ist hier noch irgendwo. Er benutzt einen Stealth Boy. Genau. Splittergranate haben wir jetzt wieder. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Geht's wieder raus, ne? Ja, jetzt kommen wir. Okay, wir haben mehr Eingänge gefunden. Vor allem ist gut, dass sie fragen, bist du sicher, dass du was gesehen hast? Wir ballern hier übelst laut rum. Wir sollten lieber fragen, bist du sicher, dass du was gehört hast? Oh Gott, hallo! Guten Tag! Können wir drüber reden? Da steht aber ein automatisches Geschütz unten! Was geht denn? Das ist ein fucking... Alter. Der Geschützte macht mich doch dreimal fertig. Wir brauchen was zu futtern. Nicht das Todeskrallensteak, das ist ein bisschen übertrieben. Ribeye Steak ist auch übertrieben. Mentals, Melone, Maulwurfrattenfleisch. Hier, Maulwurfrattenhappen. Nom 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 nom. Jetzt könnte ich hier runterspringen, aber... Kriege ich da Fallschaden? Darf ich hier runterspringen? Ich darf hier gar nicht runterspringen. Doch, da. Ich darf. Wir machen alles nochmal. Hallo? So eine Scheiße. Scheiße, ich hab die Haarklammer zerbrochen. Wie schön. Ich werde es trotzdem kaputt schießen müssen. Ja, alles nochmal von vorne. Wer ist da? Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Habe ich ja richtig gut gemacht. Oh Gott. Und sie werfen Molotovs. Die Schweine. Sie werfen Molotovs. Das, so haben wir nicht gewettet. Ich brauche was zum... Hier. Nee. 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 Wo habe ich denn hier... Ach, dammit. Wo habe ich denn die nicht verseuchten Essen? Köterkeule. Gib mir.
Okay, das treffen wir nicht. Nicht mit Reds. Oh Gott, der nächste Molotow. Könnt ihr aufhören, Molotows zu werfen, Mann? Alles klar. Der Hund hat gerade krass fertig gemacht. Brauchen nochmal Köderkeule. Gib mir. Stress aber auch nicht mehr. Oh, das war der Hund. Zwei Patronen verschossen, erstmal nachladen. Ja, das mache ich regelmäßig. Gewöhn dich dran. Das wird nicht besser bei mir. So, wer ist denn jetzt hier noch am Gefährden? Oh, da ist mal jemand am Gefährden. Haben wir es dann langsam? Darf ich looten? Loot, 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 loot. Gab's noch mehr? Stimpurken, Stimpik. Gasmaske mit Brille. Mi-Bonbons. Mi-Bonbons. Zeig dich! Los! Schnauze! Los! Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Das gefällt mir nicht. Komm. Wer hat denn hier Dude gemacht eigentlich? Das war eine Kronkorkmine, die war zum Glück nicht scharf. So, jetzt sollte ich mir vielleicht mal kurz zu... Ja, ich glaube, das wollte gerade sagen. Ich wäre mal ein guter Punkt zum Schnellspeichern. Good Jobs, Safe Jobs. Oh, hier gibt es so eine... Okay. Kann man hier eine Basis aufbauen, hier drin? Das wäre wieder irgendwie ganz cool. Die Raider-Leichen würde ich dann halt nur wegräumen wollen. So, wir sind wieder versteckt. Vielleicht müssen wir doch die, ups, 5 war das, ne? Die andere Waffe mit Zielvisier nehmen. Einfach nur, damit wir da besser rankommen. Ich glaube, die Sturmgasmaske ist auch noch was wert. Hatte einmal einen Run, wo ich eine Stunde nicht gespeichert habe. War eine Lektion fürs Leben. Vor allem gibt es ja schnell speichern. So, jetzt sind wir hier. Oh, hallo. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Scheiße, was war das? Nur ein Geräusch, nur ein Geräusch. Hast du das gehört? Den hattet ihr doch gerade. Habt ihr gerade gesagt, nur ein Geräusch. Die ganze Aufregung wegen irgendwie nichts. Klingt inzwischen alles nach Schritten. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Was war das? Die sind, glaube ich, nicht so der gute Schleicher, müssen wir mal festhalten. Komme ich irgendwie nach unten, ohne zu springen? Jetzt gehörst du mir, Mann! Das ist nicht wahr! Dogmeat, du bist ein Vollidiot. Tut mir leid, dass ich da anschieße, aber du hast auch wirklich... was? F5 Element... Achso, ja, schnell speichern, ja. Du hast ja auch wirklich... Alles klar, Dogmeat. Der überlebt das, wenn er da runterjumpt. Halt mir das mal fest. Und er wird auch nicht von dem Ding angeschossen. Schweinerei. Schweinerei. So, gibt's irgendeinen Winkel, wie ich das sehen kann, ohne dass es mich anschießen kann? Ja, hier, oder? Okay, er ist down. Haben wir hingekriegt. Speichert. Bevor wir jetzt nochmal irgendwo runterjumpen. Werkzeugkasten in Riegeln. Das war wirklich ein Einsteiger-Werkzeugkasten. So, den Autoturm haben wir platt. War das alles, was Dogmeat geschossen hat?
Weiß ich nicht. Kühlmittelverschluss. Hey. Und was ihr halt hier so rumkräuchen und fleuchen habt. Hier hinten habe ich doch noch einen, wollte gerade sagen, niedergeschossen. Hallo. Braucht deine... Don't do it, Hund! Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Jemand da? Ha, ich hab den Arsch gefunden! So Spielchen mit dir spielen, was? Ups! Sie waren nicht getroffen, zum Glück. Habt ihr gerade euch selber abgefackelt, ihr Vollidioten? Hab ich das richtig gesehen? Okay, und Doc, der Hund, was der alles überlebt. Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, so komme ich hier auch irgendwie nach unten. Lass mir das da oben. Okay, hier wäre ich verstrahlt, weil es bei irgendwelche Müll explodiert, glaube ich. Ich glaube, weil irgendwelche Müll explodiert hauptsächlich. Ich soll eigentlich in die Richtung laufen. Nehmen wir wieder das andere Gewehr. Flasche. F5. Okay. Netzrelais-Spulensicherung, Kronkorken, der Schützturm, Chrissels Terminal. Was bedeutet denn Chrissels Terminal? Karawane. Haben wir eine weitere Karawane befahren? Tja, das ist schon die dritte in einem Monat und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nachricht überbracht, dass noch eine Karawane in unsere Richtung unterwegs ist. Sagt, er hätte ein paar Wachen gesehen, aber ansonsten hauptsächlich Zivilisten. Da ist sogar eine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht und eine Scherzkeks mit einem Cowboyhut. Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall bitten. Dieser verdammte Hut gehört mir. Ah ja. Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Okay. Ich würde gerne weiter schleichen. Danke. Mehr Kronkorken. Sicherheitstormeister. Da muss es auch eine andere Variante geben, das Ding zu öffnen, wenn das Sicherheitstormeister hat. Würde ich mal behaupten. Also, klingt für mich zumindest danach. Sprengen wäre jetzt das Naheliegendste, aber vielleicht zählt Sprengen nicht. Weiß nicht, ob Türen Lebensbalken haben, ob man Sachen aufsprengen könnte. Schade. Ich dachte kurz, ich habe was gefunden. Tor schließen. Wofür ist das hier? Es ist ja... Okay. Ich bin irritiert. Und nehme noch ein paar Kronkorken mit. Gut, müssen wir also doch da drüben durch. Da geht's nicht lang, wo wir lang wollten eigentlich. Aber jetzt hier runter, ohne dass ich... Wir hatten doch irgendwo Red X. Das ist doch Strahlung widerstehen für 100. Probieren wir das mal. Tja, hilft nicht so viel. Oder doch? Vielleicht hätte ich es gar nicht gebraucht. Ich hätte einfach nur kurz durchlaufen müssen. Oh, ich bin wieder überladen, wa? Ich bin wieder überladen. Immer noch ein paar Pistolen. Dogmeat kann ich mehr tragen. Okay. Dann ist Dogmeat jetzt wohl voll mit tragen. Da ist noch was. Was wir mitnehmen wollen.
So. Du kannst nicht rennen. Dammit! Ja, die Waffen sind einfach zu viel. Wir können nicht so viele Waffen mitnehmen, glaube ich. Kann man das irgendwie Impro-Automatik-Pistolen? Die sind halt eh nichts wert. Ach, das wollte ich nicht. Gib mir mal nicht meine Lasermuskete, sondern das da wieder. Und ich würde sagen, wir droppen die. Ja, aber zerlegen kann ich sie ja nur an einer Stelle, wo ich auch craften kann. Achso, deswegen haben wir hier Radiation. Die ist nämlich zum Beispiel mehr wert, glaube ich, pro Gewicht. Wir müssen jetzt anfangen zu optimieren. Pro Gewicht der Wert. Und die ist auch nicht so viel wert. Okay. Soll ich vielleicht nicht in die Luft jagen? Redaway, Fleisch von Mischlingshund, Kronkorken, Fusionszellen. Entsperren wir nochmal was vom Einsteiger. Noch weiter? Jawohl. Geschafft. Das war relativ easy. Kronkorken, Patrone, die Impro-Pistolen nehmen wir nicht mehr mit. Die ist eine Zigarre. Doch, die ist was wert. Okay, dann nehmen wir die mit. Noch mal was zum Aufknacken. Ja. Einfach rein da. Schlagring, Lederkombi. Wir speichern mal wieder zwischendurch, ne? Mal langsam relativ weit. Hä? Hab ich die Tür vorhin verpeilt, dass es hier auch eine gibt? Ach, Hund. Nee, hab ich nicht. Du gibst nicht auf, was? Okay, der Turm hat eine Schusspause zwischendurch, glaube ich. Ja, peng, peng, peng. Irgendwann ist er doch mal platt, oder? Jetzt. Uff. Hey. Danke. Mit dir wollte ich gar nicht interagieren, aber schön, dass du mitten reinrennst. Springmesser. So. Hol ich nicht ran? Red X wirkt nicht mehr. Ja gut, haben wir ja anscheinend auch gar nicht mehr so sehr gebraucht, wie ich vermutet hatte. Schrotpatrone, Automatikpistole. Nee, das Ding kann man gar nicht looten. Doch, kann man. Lol. Schaltplatte mit da sollte ich vielleicht Terminalgrafik, da soll ich mal gucken. Das andere habe ich, glaube ich, nicht gelootet. Das ist ein 1:20. Impro-Pistole schwer mit Bajonett. Also ich kann das hier untersuchen, aber ich kann damit ja nichts machen. Auch wenn ich da gerne craften würde. Die ist shit wert. Scharfschütze benutze ich gerne. Die ist 4 wert, 4 schwer und kosten. Bringt nur 27 an Wert. Schlagring mit Stacheln. Schnell kalibriert Impro-Pistole. Die ist 9 und bringt nur 38. Weg mit der Scheiße. Oh Gott. Was geht denn jetzt ab? Wo kommen jetzt die Ghule her? Hier waren die ganze Zeit Raider. Warum sind jetzt plötzlich Ghule da? Was geht denn jetzt los? Habe ich jetzt die eine Fraktion weggeballert, dann kommt die nächste oder was? Was sind das hier? Korschen? Benzinkanister?
Was ist das hier? Schachtel Zigaretten, Kronkorken, nehmen wir mal mit. Wir sind mal reingekommen, ne? Ja, hier war das, wo ich gedacht habe. Oh. Türen öffnen ist immer gut, ne? Wenn man nicht weiß, was dahinter ist. Verstecken wir uns mal lieber wieder ein bisschen. Wir müssen über uns eigentlich. Wir müssen eigentlich. Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Kaugummi. Nom 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 nom. Ergänzglas, Kronkorken, Kronkorken. Klebeband, Kronkorken. Oh, Loot, 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 Loot. Das ist ein Aufzug. Ist bestimmt eine gute Idee, den zu rufen. Wenn wir hier versuchen wollen, ein bisschen unauffällig zu sein eigentlich. Nehmen wir das mal mit. Kühlschrank. Ist nichts drin. Ofenhandschuh. Stange Zigaretten. Ofenhandschuh brauchen wir glaube ich nicht mitnehmen. Der war nicht allzu viel wert, auch für Materialien. Das kriegt man bestimmt irgendwie anders. Ich glaube, das Crafting kann man auch ein bisschen ignorieren, aber es ist auch ganz nett, das ein bisschen nebenbei zu machen. Hallo? Leerer Zigarettenautomat. Okay, hier haben wir wieder so einen Suchscheinwerfer. Hier ist der Fahrstuhl. Wo ist denn der Suchscheinwerfer als Ursprung? Der ist so hier links. Da ist er. Ich lebe noch. Kann ich ganz, nur ins rechte Bein schießen? Treffe ich nicht, das rechte Bein. Ich treffe es wirklich nicht. Spürst du das? Das nennt man Angst. Die Schulter treffe ich. Das Bein habe ich nicht getroffen. Oh, ich hätte mal wieder so einen Beschützer loslassen können. Ich glaube, hier ist jemand über mir. So ein Gefühl. Nee, eigentlich ist das unter mir wird angezeigt, ne? Hier soll ich raus. Oh Gott. Weg, 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 weg. Aha, ich kann deine Backen treffen. Und du kannst mich hier nicht treffen. Gut, ich schon in so einem Scharfschützen, den gefunden habe, mit Visier und so. Dauert bloß eine Weile. Aber, oh, hallo. Mach mal nicht. Jetzt treffe ich es nicht mehr. Ist das Ding kaputt? Jetzt ist es kaputt. Nice. Kronkorken, Patrone. Lederrüstung plus. Splittergranate. Granaten werfe ich gar nicht. Ich finde diese Dingens hier immer nicht. Die Steuerungseinheiten dafür. Der ganze. Chill doch, Brudi! Wo bist du denn? Da oben bist du. Stirb endlich!
trifft mich nicht. Also zumindest nicht so richtig. Die Genauigkeit nicht so groß von dem Teil, wa? Nice, schöner. Sollten wir wieder was futtern. Hilfsmittel. Wir hatten hier doch so einen schönen Happen. Nom 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 nom. Irgendwann soll ich relativ in der Nähe sein. Und speichern. Speichert habe ich. Danke. Okay, das war Das ist irgendwie eine alte Autofabrik. Wo ich hier bin. Hast dich verpisst, was? Weg damit. Weg mit den Alarmanlagen. Aber hier sind gar keine richtigen Alarmanlagen, es ist einfach nur. Einfach nur Licht, was mich verfolgt und mich dadurch sichtbarer macht. Macht natürlich auch schwieriger zu schleichen, aber ja. Oh, hier komme ich gar nicht hoch. Ich dachte, ich komme hier hoch. Ah! Ich dachte, ich kann hier irgendwie außenrum da reinlaufen. Das ist ja Kacke. Ach nö, das ist wieder radioaktive Scheiße. Scheiße, was war das? Radioaktive Scheiße unter dir, würde ich sagen, war das. Ja, ja. Ich habe damit auf gar keinen Fall irgendwas zu tun. Die ganze Aufregung wegen nichts. Und mit deinen toten Leuten habe ich auch überhaupt nichts zu tun. Wo ist denn dieser Suchscheinwerfer? Das ist ja leise. Der Suchscheinwerfer war doch hier irgendwo. Ach, ich dachte gerade kurz, was ging jetzt ab? Hä, ist der über mir? Ah, da. Mach mal den mal weg. So. Impro-Repetiergewehr, leichtbar verschweißt Raider-Rüstung. Die sind nämlich beide nicht wirklich viel wert. Nee, die lasse ich hier liegen. Soll sich jemand anders holen. Da ist nichts. Perfekt. Oh, Kognit der Barbar. Kritische Treffer bei waffenlosen Nackenangriff verursachen mehr Schaden. Nice. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Jetzt haben wir hier noch ein Terminal. Sich niederlassen, überfragt Subjekte, die Experimente gehen weiter. Sie ist nicht hier. Sicherheitsscheinwerfersteuerung, Turmsteuerung. Über ihr Verteidigungssystem. Deaktivieren, abschalten. Haben wir die Turmsteuerung aktiviert. Scheinwerfersteuerung. Systemdiagnose. Drei Scheinwerfer verknüpft. Status entfernt. Offline. Fehler. Das sind ja die wir zerschossen haben. Die ist hier. Grizzle sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks und Cowboyhut. Okay, das ist wieder das. Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Grizzle entweder die letzten Ghoulen erledigt haben oder gerade jemanden als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. In Vision und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich stehlen? Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hazys Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Aha. Hat sie das alles kommen sehen? Okay. Wir haben wohl eine ehemalige Tante von Leichtbau Raider Rüstung. Eine ehemalige Tante von hier, der Hellseherin Dingsbums. Ach, Safe Schlüssel. Nur ein Geräusch. Gefunden.
Das ist natürlich ganz geil. So, wir müssen aber trotzdem irgendwie noch... Ich dachte, ich kann ja auch irgendwie oben drauf. Kann ich, glaube ich, auch, wenn ich hier... hüpfen ein bisschen. Hopp. Oh, da sind sie. Komm her! Feigling! Lumi ist da, ich stream noch. Da komme ich jetzt nicht hoch. Da kann ich nicht rüberspringen, weil... Nee, da war doch nichts über mir. Bin ich doof? Hab. Doch, da war das hier über mir, ne? Da komme ich nicht drunter durch. Ach, komm schon! Ob ich da nicht drunter durchkomme. Ach Mann, Spiel. Ja, braucht eine biometrische Scanner dringend. So, wo ist jetzt hier der Tübi? Tübi, komm ran. Oh lol! Wo kommst du denn her, Brudi? Hängt er einfach hinter mir rum? Doppelläufige Schrumpfen ist, glaube ich, auch nicht so geil, oder? Ah, nee, nicht wirklich. Speichern wir nochmal. So, wir sollen in diese Richtung. Achso, ja, wir sollten da raus. Ach, ich hab's ja geholt. So, wir sollen da oben drauf. Mal was trinken. Denkt dran, Leute, immer schön genug trinken. Nicht Alkohol, normale Sachen. Kannst danach immer noch die Beute aus ihren Aschehaufen holen. Ich finde, wenn sie solche Waffen einbauen, die Gegner schmelzen können, sollten sie auch einbauen, dass man dann nicht looten kann. Wait, das war die falsche Richtung, wa? Oder war das doch die richtige Richtung? Was? Stay hydrated? Achso, stay hydrated. Ja, das war die falsche Richtung. Ich hab's vorgelesen und erst dann gerafft, was du mir sagen willst, Sono. Aber schön, dass du auch noch da bist. Also, das ist die Kette, aber... Hä? Muss ich einfach alle Raider killen? Moment. Daten. Aufgaben. Berichte den Siedlern bei Tempest Bluff von deinem Erfolg. Oh, ich bin fertig. Aber da waren noch Raider. Meine Aufgabe hier ist getan, sagt, wird mir gesagt. Dann ist das ja alles tutti und wir gehen. Tschüss. Ja, sind wir fair, wir haben die meisten Raider erwischt. Die liegen aber immer noch rum. Aber das reicht mir ja. Die meisten wird ja wohl reichen. Die finden jetzt alle ihre toten Kameraden und dann haben sie Angst und gehen nach Hause. Hä? Da oben ist er. Seid sie fertig. Wieso haben die eine Mini-Atombombe dabei? Kein Achievement. Wieso zur Hölle haben die eine Mini-Atombombe? What the fuck? What the... What? Kämpfst du gegen ganz normale, stinknormale Mini-Raider und plötzlich ist da so ein Riesen... Typ dabei, der einfach Atombomben verschießt? Dahin, die sind das. Was zur Hölle? Okay, das war nicht der Atombomben-Fuzzi.
Wo ist der Atombombenfuzzi? What the? Wait, ihr habt euch auch die ganze Zeit versteckt. Wait a second. Worauf wird hier geballert? Alles klar, Dogmeat hat den Raider alleine platt gemacht. Hey, cool. Machst du gut, Dogmeat. Komm wieder zu dir, mein Kleiner. Ich glaube, man kann doch einfach warten, dass das Dimpack so nicht verbrauchen, ne? Ich das hey. Nicht... Danke. Gehst du bitte einen Schritt zur Seite. Dogmeat! Stop it! Ich hab dich gerade geheilt. Meine Fresse. Immer diese aufmerksamkeitsgeilen Hunde, ne? Das ist eine, literally eine Angel, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich mit einer Angel irgendwie Essen herstellen kann. Das wäre ganz witzig. So, ich hab ein bisschen Angst, dass ich hier gleich wieder in den Typen reinrenne, der Atombomben verschießt. Ein bisschen random, ey. Bin ich ehrlich. Wenn ich hier hochrenne, komme ich doch mitten in sein Gesicht. Der war doch irgendwo hier oben. Und ich kann nicht one-tappen. Auch nicht mit Schleichen. Bin ich mir ziemlich sicher. Achso. Wir haben erstmal sowieso ein anderes Problem. Nutzen die als Wachhunde oder was ist das für ein Ding hier? Okay, Dogmeat, du machst das. Wup, wup, wup. Ich hab gespeichert. Hab gespeichert. Der Hund ist ja einfach insane stark. Hohenkorken, Spielzeug, Auswärtige brauche ich jetzt nicht. Schraubenzieher brauche ich jetzt auch nicht. So, wir sind wieder versteckt. Guck, guck. So, nochmal speichern. Weil Felix gerne will, dass wir speichern. Naja, nur Felix will, dass wir speichern. Allen anderen ist es egal. Jürgen halt Pech gehabt, Ben. Okay, geht's noch weiter hoch. Guck, guck. Der war doch hier links. Ich hab Angst. Genau deswegen habe ich Angst. Da ist auf jeden Fall ein Turm. Den können wir schon mal runterschießen. Level 8. Der hat echt eine fette Rüstung. Nee, für ganz schlau halt. Wow, halte ich mich. Eigentlich. Was? Der trifft da rein! Ach, Schweinerei. Ach, Schweinerei. Das überlebt man doch nur mit der Power Armor, oder? Wenn überhaupt. Okay, neuer Versuch. Scheiß auf den Turm. Wir müssen erstmal den Typen machen. Habe ich eine bessere Waffe für den Typen? Die 10mm Waffe halt. Eine Kronkorkenmine. Die müsste ich aber platzieren, glaube ich. Halt der L gedrückt und lass wieder los, um Granaten zu werfen oder Minen auszulegen. Weil er kommt halt nicht zu mir.
Müssen wir im Molotow-Cocktail an den Kopf werfen. Oder Splittergranaten. Lasermuskete wäre auch eine Option. Die macht auch Damage. Probieren wir mal mit der Lasermuskete. Ich habe nicht nachgeladen. Oh Gott. Danke, Dogmeat. Danke. Nice. Neuer Versuch. Waffen. Splittergranate haben wir ausgerüstet. Dass die Lasermuskete so nachladen muss, habe ich irgendwie nicht vermutet. Impro, Scharfschütze, blub blub. Also entweder das. Mit Stacheln, Schlagring, Impro-Pistole. Wird nochmal damit versuchen. Ich speichere mal oben, bevor wir jetzt immer wieder alles laufen. F5. Er sieht mich! So eine Sau! Aber er war irgendwie ein Drittel tot mit der Granate. Das kriegt man hin mit Granaten. Das ist wie ein One-Shot sind, ist halt ein bisschen übel. Oder so. Es geht wohl auch mit einer Granate. Nur zu viel Gewicht. Aber wir haben jetzt eine geile Waffe mit dem Fatman. Wie schwer ist denn so ein Fatman? Wo ist denn der? Ach, 30 Kilo wiegt der. Ja. Da müssen wir aber einiges wegwerfen. An Klamotten vielleicht auch. Einfach. Ach, damit, das war das Falsche. Das linke Bein, da hatte ich doch... Wait, Lederrüstung, linkes Bein, hatte ich da nicht irgendwas? Ist das linkes Bein? Ne, das ist linkes Bein. Leichtbau, Raiderrüstung. Weg, weg, Milizhut. Sauberes grünes Kleid, Schweißerbrille. Die sind alle gar nicht so schwer, das ist halt wieder das Schwere. Und halt doch das weg. Immer noch 20 Kilo loswerden. Könnte problematisch werden. Dank Blähfliegenfleisch fliegt dadurch raus. Cram fliegt raus. Scheiß auf Mischlingshund. Alkohol fliegt weg. Wir haben 10 mal Jet. Karotten brauchen wir tatsächlich noch, leider. Die hier wiegen, glaube ich, fast alle nichts. Das überfällige Buch können wir wegmachen. Schrott. Biometrische Scanner 2. Asbest, nukleares Material, Glasfaseroptik. Blaue Farbe. Auf blaue Farbe weg und den Brotkasten weg. Jetzt sind wir schon fast wieder da. Kamera. Kamera bringt eigentlich relativ viel Stuff. Gummi 3, Klebestoff. Kreide bringt einfach Asbest. Wie, so, Moment, warum ist Kreide aus Asbest? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Achso, wir leveln aber mal auch noch. Wir könnten einfach stärker leveln, wa? Schaltplatte Militärstandard. Es hat nur einen 25er Wert. Aber bringt halt Schaltkreise. Wir haben 16 Schachteln Zigaretten. Vielleicht können wir davon mal welche loswerden. Oh, Schachtel Zigaretten, da haben wir kaum Gewicht.
Schlosserhammer weg damit. Schraubenzieher, das sind alles keine krass seltenen Sachen. Silberlöffel, Silbertafelmesser, Silbergabel, Silbermedaillon, Taschenuhr, Spielkugel. Plastik kriege ich doch auch woanders her. Stange Zigaretten. Sturmfeuerzeug. Dachte ich, das kann ich verkaufen. Ja, Superkleber, Terminal, Grafikkarte. Stahl-Antiseptikum. Moment, aus Terpentin kriege ich Stahl? Also aus der Box außen. Und Terpentin ist ein Antiseptikum? Das würde ich aber mal... Würde ich widersprechen wollen, aus meiner Sicht. Eigentlich, aber... Das Spiel sieht das woanders. Impro-Gewehr, Standardmagazin können wir wegwerfen. Ich glaube, die haben alle kein Gewicht. Tja. Yum-Yum russische Eier. Weg mit euch. Tatu. Oh, das hat ja, haben ja auch über viel Gewicht. Ja gut, dann nehmen wir halt nicht alle, die wir geerntet haben, mit. So, jetzt können wir wieder laufen. Mal den ganzen Scheiß hier. Kronkorken, Mini-Atombombe, Schrotpatronen, Machete. Raider Power 2 Tor, so. Lederrüstung, linkes Bein. Raider Power Helm. Gewicht 14, Wert 50. Power Torso. Ha, die haben irgendwie eine Granate jetzt. Och, nö. Die haben irgendwie mit der Granate jetzt erwischt. Und er war auch einfach instant tot. Haha! Idiotenturm! So, noch ein Level-Up? Moment, war das das zweite Level-Up? Ne, das war das gleiche Level-Up wieder, ne? Das war das gleiche Level-Up. Terminal. Ja, sind halt wieder Sachen wegschmeißen. Aber die Sachen würde ich eigentlich schon mitnehmen. Scheiß auf die Steaks-Sachen, die eh nur diese Red-Sachen sind. Schmutziges Wasser können wir auch noch verarbeiten. Ultrajet, Nuka-Cola. Ha. Bei den Nuka-Colas weiß ich nicht so richtig, was mir das. Also, das bringt mir jede Menge AP. Das bringt mir auch AP. Achso, die bringen alle AP. Dann sind sie doch nicht so kacke, wie ich dachte. Maulwurfsrattenfleisch. Maulwurfsrattenhappen. Mais. Köterkeule. Können wir einfach so laufen? So können wir laufen, okay. Dann machen wir noch ein Level Up. Blutiger Tod. Oder wir leveln halt stärker. Ich würde sagen, wir leveln nochmal stärker, wenn wir mehr tragen können. Können wir jetzt nämlich 300 tragen. Sehr schön. Wo kommst du eigentlich her, Hund? Wo kommst du her? Meine Fresse. Und der schlägt mich von unten, die Sau. Deswegen krieg ich jetzt wieder Red rein. Hei, 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 hei. Oh, der hat eine Sicherung dabei. Oh, der hat eine Haarklammer dabei, die sollten wir auch mitnehmen. So, haben wir's dann? Jetzt hab ich auf jeden Fall genug gerecht. Wir speichern mal lieber, bevor wir jetzt hier gleich wieder... Eigentlich wollten wir nur kurz durchlaufen und wurden von einer Atombombe weggebombt. Können wir jetzt aber auch Atombomben zurückmachen, falls wir irgendwo mal müssen. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich würde mal sagen, den Rückweg, den dreht man dann das nächste Mal an. Wir haben heute den ganzen Tag damit verbracht, zu dieser Fabrikhalle zu kommen, die zu clearen.
Oh, gut, dass wir hier angehalten haben. Da drüben ist nämlich ein Automatikturm. Direkt vor mir. Ha. Wir gehen direkt. Den Rückweg machen wir dann das nächste Mal. Ich speichere mal nochmal. Neuer Spielstand. Wir beenden zum Desktop.